Hallo und willkommen zu einem Video, in dem ich wiederum auf ein Video reagiere, das von dem Kanal Das Kriterium erstellt wurde. Es ist aber nur der Auslöser, weil das Thema leider nur sehr vage angedeutet wurde mit dem Titel Warum jedes Baby an Gott glaubt. Okay, also ich werde mal einige dieser Aussagen aufgreifen und das Thema anschließend ein bisschen tiefer analysieren und darstellen. Im Video, was ja der Anlass hierfür ist und was meine Reaktion hervorgerufen hat, wird das altarabische Wort Fitra als Veranlagung und Neigung interpretiert. Im Islam ist die Fitra eine gottgegebene natürliche Veranlagung, mit der der Mensch geboren wird, welche ihn zum Glauben an seinen Schöpfer und seine Anbetung neigen lässt. Es gibt sehr verschiedene Auffassungen, was das Wort bedeutet. Es kommt so im Koran eigentlich nicht vor und wird nur in der Sunna gebraucht. Und da ist es eben als Veranlagung im Menschen, als natürlicher Glaube oder menschliche Natur. Es wird aber auch verstanden als Zustand der Reinheit und Unschuld, je nachdem, wie man es gerade braucht und dementsprechend interpretiert. Meistens wird der Begriff aber verstanden als integrierter Glaube von Geburt an, den jeweiligen Gott anzuerkennen und anzubeten. Also Kinder, auch wenn sie isoliert aufwachsen sollten, entwickeln einen Götterglauben. Aber das Konzept gibt es bei Christen ebenso wie im Islam. Und im Video wird das dann wie folgt dargestellt. Jedes Neugeborene wird mit der Fitra geboren. Muslimischer Theologe des 14. Jahrhunderts Ibn Taymiyyah erklärt das Konzept der Fitra wie folgt. Gott, der Erhabene, hat seine Diener, also die Menschen, zu zwei Sachen veranlagt. Die Bestätigung ihrer Herzen, ihn zu kennen, und die Liebe und Ergebenheit zu ihm durch Taten, Anbetungen und Zuhilfenahme. Es ist also kein erlerntes Wissen, sondern eher ein Instinkt zu wissen, dass es einen Gott gibt, welcher Gott das ist, dass eben Unterwerfung gefragt ist und dass man ihn, männlich wohlgemerkt, anbeten muss. Warum das so ist oder wodurch, wird natürlich nie so richtig erklärt. Nur, dass da eine Neigung oder Veranlagung existieren soll. Nur kommt dann dies her, das ja alles kaputt macht. Dass die Fitra eines Menschen beschädigt oder verdorben werden kann, wenn der Mensch bestimmten Dingen ausgesetzt wird. Also diese Aussage würde mir als Moslem zu denken geben. Und zwar heftigst. Ein Gott soll etwas in einen Menschen einpflanzen, was die allumfassende, die ultimative Daseinsberechtigung darstellt für diesen Menschen. Den Inhalt des gesamten Lebens. Und dann kann das, was ein Gott in einen Menschen einprogrammiert hat, einfach durch menschliche, eigene, lapidare Erfahrungen ausradiert werden? Echt jetzt? Was ist denn das für ein Gott? Warum verdient dieses Wesen überhaupt den Titel Gott, wenn es so einfach ist, das, was da einprogrammiert wurde, einfach auszulöschen? Ich meine, ein Mensch wird geboren, als Moslem natürlich, hat die Veranlagung, zu seinem Gott des Islam zu beten, und dann kommen die Eltern und machen ihn zu einem Juden, Christen oder Zoroaster oder was immer, weil auch sie ja umprogrammiert wurden. Es sind seine Eltern, welche ihn zu einem Juden, Christen oder Feueranbeter machen. Wo hat das denn angefangen? Wer hat denn die Kinder von Adam umprogrammiert? Wer hat denn da den Anfang gemacht und wodurch? Das muss ja irgendwann passiert sein, dass die gottgegebene Fitra versagt hat und jemand den jüdischen Gott, den Zoroastergott oder den Gott der Christen oder irgendeinen erfunden hat, die dann Anhänger finden und ihrerseits ihre Kinder umprogrammieren. Weg von dem Gott des Islam. Was, naja, logischerweise dann allerdings alle zu Ex-Muslimen macht. Was zur Folge hat, dass die dann, ich meine, das ist jetzt laut Mohammed, alle getötet werden müssten, da sie ja den Islam verlassen haben. Oh weh, 6 Milliarden Ex-Muslime, die getötet werden müssen? Herzlichen Glückwunsch.
Naja, und dann auch das i-Tüpfelchen, der Ungläubige, der unnatürlich lebt, weil ohne Gott. Wie zum Atheismus zum Beispiel. Da diese Konzepte jedoch unnatürlich sind, müssen sie den Menschen indoktriniert werden und er hat keine natürliche Neigung zu ihnen. Und weil Babys samt intaktem Götterinstinkt auf die Welt kommen, muss der Gedanke, dass man ohne guten Grund nicht an Götter oder Göttinnen glaubt, erst anerzogen werden. Naja. Naja gut, also naja, soweit das Video. Und hier verlasse ich mal den Islam-Apologeten und zeige, worauf er und auch andere Anhänger diverser Gottheiten das basieren und warum sie eine gewisse Sicherheit haben, dass es Belege für diese Annahme und Behauptung eigentlich gibt. Und ich hab das ja schon mehrfach gezeigt, aber noch nie auf Deutsch. Aber trotzdem wird einiges auf Englisch sein, weil die Quellen eben alle auf Englisch sind. Also wir haben einerseits einen Justin Barrett, ein Doktor Justin Barrett. Der ist ein Dozent an einem Priesterseminar, der Geld vor langer Zeit mal von der Templeton Foundation bekommen hat. Eine Einrichtung, die sponsert die, um die Existenz des Christengottes zu beweisen. Und dann andererseits gibt es eine Olivera Petrovic, auch eine Zeit lang an der Uni Oxford tätig, warum auch immer. Also ich verstehe nicht, was die Uni damit zu tun hat. Aber beide sind Christen, Kreationisten und haben sich mit der Psychologie von Kindern und deren Göttern beschäftigt. Beide behaupten, sie hätten Studien dahingehend durchgeführt, was sie nicht getan haben. Und beide stellen ganz tolle Behauptungen auf, die, sobald man sie näher untersucht, einfach nur kollabieren. Petrovic behauptet seit Jahren, sie hätte ein Buch geschrieben. Nur ist das nirgends auffindbar. Barrett wurde von Professor Grayling herausgefordert, seine Behauptungen doch einfach mal zu belegen, worauf dieser alles zurückzog und kleinlaut zugeben musste, dass es ja nur um die Möglichkeit ginge, die teleologische Sichtweise von Kindern auf Götter zu lenken. Naja, und es kam, wie es kommen musste. Eine Gruppe von Psychologen, also echten Psychologen, haben Studien durchgeführt. Eine echte Studie mit echten Ergebnissen. Und hier ist ein Beispiel von so einer, die mit reproduzierbaren und vor allen Dingen nachvollziehbaren Daten daherkommen, die belegt haben, dass Kinder ohne Indoktrination zwar teleologisch denken, aber eben das nicht mit Göttern in Verbindung bringen. Also ein Baum ist dazu da, dass ein Vogel sich ausruhen kann. Nicht, weil Gott danach zumute war. Es wurden dann immer mehr Experimente durchgeführt, die belegten, dass ein Konzept wie Fitra absolut nur aus Wunschdenken besteht, nicht aus Fakten und auch nichts, was irgendwie belegt werden kann. Das heißt, Barrett und Petrovic versagen also als Bestätigung des Fitra-Gedankens. Die kann man also völlig außer Acht lassen. Der Todesstoß aber, in meinen Augen zumindest, war die Entdeckung eines christlichen Missionars und Sprachwissenschaftlers, Daniel Everett, der Ende der 70er in Brasilien einen Stamm entdeckte mit Menschen, die weder Götter noch irgendetwas Übernatürliches kannten und auch nicht in ihrem Wortschatz hatten. Und Everett kehrte zurück nach Amerika, nachdem er erfolgreich die Sprache der, also die schreiben sich zwar Pidaha, aber die heißen wohl Pidahan, so wie das ausgesprochen wird, also die Pidahan. Er hat also die Sprache gelernt, dabei aber den Glauben an seinen Gott verloren. Weil die Pidahan zeigen ganz klar, dass wenn Menschen nicht mit Götterglauben indoktriniert werden, dieser in der heutigen Zeit nicht einfach so aus dem Nichts entsteht. Das heißt, die Behauptung, nicht nur im Islam, dass es bei Menschen einen angeborenen Hang zum Götterglauben gibt, ist falsch. Und die Behauptung, dass nicht an Götter zu glauben unnatürlich sei, naja, die ist dann halt auch ebenso falsch. Aber im Gegenteil, die Ausgangssituation ist laut den Ergebnissen aller Studien und Experimente, dass der Mensch ohne einen Götterglauben aufwächst und erst durch Familie und Umgebung
mit einem Gott-Virus infiziert und dann mit den üblen Drohungen und Horrorgeschichten bedroht und indoktriniert wird. Das ist eine Gehirnwäsche. Und dabei hat sich herausgestellt, dass Kinder, die eben durch so einen Gott-Virus infiziert wurden, schneller den Bezug zur Realität verlieren, mehr Geschichten erfinden, die nicht stimmen und deren Gehirne eine gewisse Ähnlichkeit haben mit Gehirnen, die in der Alzheimer-Forschung gefunden wurden. Na ja gut, so viel zu dem Hintergrund, möglichst kurz und komprimiert. Bis bald im nächsten Video. Ciao für now.